Genau, ich sage es einfach mal so, wie toll du bist. Denn ich denke, wir alle sind toll, wir alle haben wirklich einen Schatz in uns drin. So, der Himmel ist blau. Sieht das nicht schön aus? Hallo, liebe Deutschlerner. Heute möchte ich euch ein tolles Lied vorstellen. Es ist ein Lied, was mich immer sehr bewegt. Und es ist ein Lied mit einer sehr inspirierenden Botschaft. Das Lied heißt Die drei Prüfungen und es wurde von Schandmaul geschrieben, von der Band Schandmaul. Ich fange mal an, diesen Songtext zu lesen. Ob der unerfüllten Liebe läuft der Bursche in den Wald, wo eine alte Hexe haust, er findet ihre Hütte bald. Gibt nen starken Liebeszauber, will alles dafür geben. Es warten erst drei Prüfungen, hält sie ihm entgegen. Bring mir den härtsten Fels auf Erden, bring mir den hellsten Strahl, bring mir den Quell des Lebens, löse deine Qual. Also, was passiert hier? Der Bursche, also der junge Mann, geht in den Wald, weil er einen Liebeszauber haben möchte. Er möchte praktisch mit den Fingern schnipsen können und dann sind seine Probleme gelöst mit einem Zauber. Aber die Hexe will, dass er erst drei Prüfungen besteht. Und er macht sich auf die Suche nach diesen drei Dingen, dem härtesten Fels, dem hellsten Strahl und drittens den Quell des Lebens. Ich lese weiter. Auf der Suche nach den Steinen zieht der Jüngling aus ins Land, doch er findet niemals einen, der nicht behauen von Menschenhand. Nach Jahren mühevoller Suche liegt er nieder, müd und krank, als er im ungebrochenen Willen sich selbst als Herzenstein erkannt. Auf der Suche nach dem Lichte steigt er hoch in stiller Qual, doch jede Hoffnung wird zunichte. Er kann nichts nehmen vom Sonnenstrahl. Nach Jahren mühevollen Kletterns liegt er nieder, müd und krank, als er im Spiegel seine Augen als hellstes Licht der Welt erkannt. Und er sucht den Quell des Lebens, besessen von der Wissenschaft. Doch die Suche ist vergebens, weil Wissenschaft kein Leben schafft. Nach langen Jahren des Studierens liegt er nieder, müd und krank, als er seiner reinen Liebe den Quell des Lebens hat erkannt. Was ist hier passiert? Also der junge Mann, der Bursche, hat sich aufgemacht in die weite Welt, um diese drei Gegenstände zu finden. Er hat sehr viel Mühe auf sich genommen, er hat sehr lange gesucht, er ist mit Eifer an diesen Aufgaben, mit Eifer hat er sich bemüht, diese Aufgaben zu erfüllen. Und
Er musste immer lange suchen, ist dadurch auch gewachsen und hat am Ende aber mitgekriegt, dass er eigentlich sich selbst sucht, dass er selbst dieser Schatz ist, nach dem er gesucht hat, all die Jahre. Das Lied geht weiter. Er steht nach Jahren wirrer Suche dort, wo er sich aufgemacht. Er ist jetzt wieder bei der Hexe. Oft schon wollt ich dich verfluchen. Sieh, ich habe mich dir mitgebracht. Die Alte lächelt, blickt zufrieden. Die Augen strahlen hell vor Glück. Geh, du findest deinen Frieden, kehre ruhig nach Haus zurück. Ja, also die Hexe sagt ihm, er hat die Prüfungen bestanden, und die Hexe sagt ihm, er kann jetzt nach Hause gehen. Das heißt, er braucht den Liebeszauber gar nicht. Ja, er braucht gar keine Magie, um die Frau, die er liebt, zu gewinnen. Denn er hat sich selbst. Ja, die Frau, die er liebt, wird auch gar nicht erwähnt. Ich denke, das ist auch nicht wirklich wichtig. Vielleicht hat er auch das Interesse jetzt verloren. Vielleicht mag er jetzt auch eine andere Frau nach all den Jahren. Aber der Punkt ist, dass wirklich er selbst, er hat einen Schatz in sich selbst. Und das ist meiner Meinung nach die inspirierende Botschaft von diesem Lied. Und ich hoffe, dich hat es auch inspiriert. Und ich hoffe, es inspiriert dich auch, weiter das zu machen, was du machst, weiter zu wachsen, weiter zu lernen. Und du wirst auch merken, dass wirklich, wie toll du bist. Genau, ich sag's einfach mal so, wie toll du bist. Denn ich denke, wir alle sind toll, wir alle haben wirklich einen Schatz in uns drin, den wir nur finden müssen. Das ist die inspirierende Botschaft für dich heute. Und ich hoffe, dir hat es geholfen. Ich hoffe, du hast viel gelernt heute. Ich hoffe, du bist jetzt auch sehr inspiriert, voller Energie. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!